Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der F1 Scopkarriere zusammen mit Jan. Hallo. Hi, und ich gucke natürlich so wie jedes Mal beim Wetterdienst nach und es sieht nach Sonne aus. Das ist sehr gut. Mega, mega nice. Leute, kurz Vorwarnung, der Jan hat schon mal ein bisschen gefahren auf Belgien, also hat ein kleines Zeitfahren gemacht. Ich allerdings nicht, denn wir nehmen immer noch, wir haben gerade das letzte Rennen aufgenommen. In Ungarn. Also ja, einfach mal da vorbeischauen. Gehypt. Einfach mal da vorbeischauen, wer nicht weiß, was passiert ist, beziehungsweise wer wissen will, warum ich die Strecke nicht gefahren bin. Einfach da vorbeischauen. Auf beiden Kanälen nehmen wir natürlich wieder auf. Also rechts oben in der Infokarte ist Jans Kanal, beziehungsweise bei ganz seinem Kanal bin ich dann verlinkt. Ne? Wisst ihr Bescheid, Leute? Also. Am besten beide Sichten parallel schauen. Genau, das kann man machen. Das beste Erlebnis. So, hier die Schneiden das ja gleich, also dann kann man das nebeneinander gucken. Ich fahre jetzt tatsächlich nicht raus, ich habe einfach keinen Bock. Ich bin jetzt direkt rausgefahren. Ja, mache ich eigentlich auch immer, aber diesmal, ich kann dir ja kurz zugucken, also ich warte nur einfach ein bisschen, ich möchte einfach ein bisschen warten. Ja, letztes Rennen lief auf jeden Fall gut, wie gesagt, wer nicht weiß, was passiert ist, anschauen. Aber es lief auf jeden Fall gut, so soll es heute wieder laufen. Es war wieder echt, also es ist ultra viel passiert, es ist echt viel aber passiert, am Ende... Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte am Freitag bei der Aufnahme von, ich weiß nicht, ob es England war oder so, ja. Bei irgendeinem Rennen habe ich gesagt, wir hatten ja schon richtig häufig viel Pech, aber wir hatten noch nie Glück in einem Rennen. Und genau, das hast du bei England gesagt, ja. Letztes Rennen hatten wir, glaube ich, zum ersten Mal auch wirklich Glück. Ja, also es ist echt viel Cooles passiert und wie gesagt, auch Glück für uns. Ja, ich hätte nichts dagegen, wenn das dieses Mal auch so ist. Die Strecke, ich kenne sie nicht, ich gucke sie mir jetzt gerade bei dir ein bisschen an. Oh shit. Okay. Fuck. Ich muss an die Box. Das fuck. Ja, okay, ne? Aber fahr die Strecke trotzdem weiter. Ich guck sie mir trotzdem ein bisschen an. Oh Mann. Also Gefahr besteht hier auf jeden Fall auch. Ja. Ja, ich bin die Strecke wirklich noch nie gefahren. Also nicht, dass ich jetzt nicht kurz vorher Zeitfahren gefahren bin, sondern wirklich noch nie. Ich kenne sie auch nicht. Bin ein absoluter Noob leider. Aber das wird schon, Leute. Das wird schon. Ich mach dies. Oh, scheiße. Alter, ich hatte gerade kurz Angst, dass mein Reifen oder so abfällt. Das war doof. Alter, wenn man Kies auf dem Reifen hat, dann ist echt... Ich kenn's, aber ist es so witzig, gerade aus meiner Perspektive. Okay, dann schalten wir mal zu jemand anderem um, weil seine Perspektive soll ihr natürlich aus seiner Sicht auch gucken, auf seinem Kanal, Leute. Wir gucken mal zu Hamilton. Gucken mal zu Hamilton, der ist nämlich schon draußen. Mal gucken, was er so macht. Also es sind ganz viele draußen, ich fahre diesmal eine andere Taktik. Weil ich bin immer recht gut damit gefahren, dass ich relativ früh rausfahre. Aber letztes Rennen nicht. Jetzt willst du mal nicht gut fahren. Doch, aber ich bin halt, letztes Rennen war es nicht so krass, weil da am Anfang echt relativ erstaunlich viele rausgefahren sind. Und das will ich diesmal anders machen. Ich will wieder dann rausfahren, wenn fast keiner auf der Strecke ist. Und dafür muss ich jetzt kurz warten müssen. Ne? Also ich hätte echt eine freie Bahn jetzt gehabt, aber ich habe mir den Frontflügel kaputt gemacht. Passiert. Die Kurve wird ekelhaft, glaube ich, die zwei hier. Hamilton ist kurz vor der Startziel auch noch. Oh Gott. So, was fährt er für eine Runde oder ist das erst eine Outlap? Ne, ist ja eine Rundenzeit. 1,51. Oh Gott. Ist ja ultra lang die Strecke. Komm schon. So. Session. Nein, nicht Session Info. Hamilton 1,51, ne? Also das ist ja eine lange Strecke, what the fuck? Oh. Das, könnte kritisch werden. So, schauen Sie uns nochmal an bei Hamilton und dann fahre ich, glaube ich, raus. Also, ich will Sie halt nochmal sehen, bevor ich rausfahre. Das ist ganz praktisch dann vielleicht. Ja, wir sind gerade 13 von 20 Autos eben, das sehe draußen, ich, ja. Deswegen ich warte jetzt auch lieber noch. Ja, wir haben noch genug Zeit, sonst warten wir immer und dann müssen wir rauscutten. Da schauen wir uns jetzt einfach mal die Strecke an und fahren dann eher ein bisschen später raus. Ganz am Ende fahren Sie dann alle nochmal raus. Aber so zwischendrin will ich halt fahren. Das sollte machbar sein.
Hamilton hier direkt wird auf jeden Fall aufgehalten. Deswegen fährt er vielleicht auch keine ultra krasse Runde. Ganz viele fahren gerade eine. Nee, der fährt gerade eine Inlap. Also das heißt, der fährt in die Box. Ach, ganz viele ja, fahren gerade eine Inlap. Das heißt, ich fahre jetzt raus. Fahren alle eine Inlap? Ganz viele. Ganz viele, okay, dann mache ich das auch. Weil den Zeitpunkt wollte ich eben abwarten. Ich habe das nur nicht gecheckt, dass man das sieht, dass sie eine Inlap fahren. Okay. Dann raus. Fahren wir beide. Bitte lass mich als erstes rausfahren. Dass wir ich habe noch nicht gedrückt. Ah, okay. Ich glaube erst jetzt, ja. Ich glaube, er lässt dich vorher raus. Weil ich warte schon wieder total lang. Naja, okay, doch, ich fahre. Ach, du fährst schon. Hä, aber bei mir bist du weggefahren. Was? Ich bin jetzt direkt hinter dir. Ja, ich weiß, ich sehe es, aber bei mir, das musst du in meiner Aufnahme, da sieht man das Ultra. Oh, die Boxenausfall ist ja ekelhaft einfach. Bei mir sah das am Anfang so aus, als wärst du gerade weggefahren, ja. Jetzt sehe ich natürlich, dass du hinter mir bist, ist klar, aber. Also ich fahre jetzt ein bisschen langsamer. Ich will die Strecke auch, wie gesagt, nochmal ein bisschen checken. Ja, ich fahre auch langsam. Und es sind ja immer noch ein paar. Hinter mir ist einer. Ja, ich sehe es. Sind immer noch ein paar draußen hier. Aber bisher geht's. Aber die ist echt lang, das wird crazy. Also ich schätze, da gibt's nicht viel mehr als 25 Runden. Ja, ich weiß nicht genau, wie viele Runden. Aber ja, das kann gut sein, ja. Weil wenn Österreich waren, glaube ich, 28 und so lang war die ja nicht. Oder war es Österreich oder war eine andere Strecke, keine Ahnung. Nee, Österreich England waren, glaube ich, viele Runden. England war, glaube ich, gar nicht so lang, aber doch relativ wenig Runden. Verstappen ist hier auch gerade an mir vorbei. Ja, ich mache jetzt gerade schon in der Outlap, mache ich ja schon ziemlich viel Bullshit wieder auf der Strecke. Wird gleich in einer gezeiteten Runde nicht gut. Ja, eine Zeitfahrrunde halt war eigentlich gar nicht schlecht, fand ich. Die Strecke auch nur zwei Runden oder so gefahren, aber fand es eigentlich okay. Ah, jetzt muss ich hier ein bisschen Abstand gewinnen. Ja, sorry. Aber ich muss auch ein bisschen Abstand gewinnen, weil Verstappen halt, ich weiß nicht, ob er reinfährt in die Box oder so, aber er ist halt auch weit vorne gewesen. So, jetzt drücke ich wieder aufs Gas. Jetzt kommt eben die Startziel. Ja, ich drücke jetzt auch aufs Gas. So, das vor der Startziel finde ich hässlich. Das ist so dumm. Unsere. Ja, auf jeden Fall gut luck, genau. Hoffentlich wird das eine gute. Wir sind alle in der Box, glaube ich. Wir haben komplett Freibahn. Das war echt gut, dass wir so rausgefahren sind. Stimmt, wir sind fast die einzigen gerade auf der Strecke. Ja, das war mein Plan eben. Das ist ganz gut gewesen. Holy shit. So, wir müssen natürlich auf 1 und 2 kommen. So, jetzt den Berg runter zu Rouge. Auf 1 und 2 müssten wir natürlich kommen jetzt. Das wäre ganz und jetzt die Rouge mit über 300 km/h hoch. Ja, das war voll crazy, weil ich die Strecke ja noch nicht kenne. Schon ein bisschen Panik gehabt. Ja, da mit schlechteren Reifen und schwerer Wagen dann natürlich auch am Anfang des Rennens. Oh shit. Das ist das wird crazy, kritisch. Ja. Da kann man gerne mal abfliegen und sein Auto halt wirklich komplett kaputt machen. Weil wie gesagt, das ist halt eine Kurve, die man. Oh, da werde ich auch echt fast raus. Alter, okay, das war schlecht, gerade. Einfach reinbrettern. Hier ist grüner Balken, einfach reinbrettern. Die Biomi. Diese langgezogene Kurve ist halt ein bisschen ätzend, aber. Die ist halt. Oh shit, die ist echt komplett ätzend. Durchgezogen. Oh. Oder fast komplett. Nicht, was? Nein, ich hab nicht komplett. Also ich hab schon mal auf die Bremse, aber ganz, ganz kurz. Ja, ich musste auch bremsen. Also ich wollte komplett durchziehen, es war auch relativ knapp. Aber ich bin auf jeden Fall besser als Hamilton. Nicht gut. Also da, ja, das weiß ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall nicht gut gerade. Da wird mir angezeigt. Ja, ich hatte auch einen lila Sektor, aber ich habe jetzt noch nicht so geguckt. Ich hatte beide lila und es steht da links ja wie viel. Jetzt fahren wahrscheinlich alle wieder raus. Jo, alle sind aus der Box draußen. Und ich habe die Kurve so schlecht genommen. Das heißt, die Runde muss jetzt eigentlich ganz gut gewesen sein von mir. Scheiße. Das sind zwei in der Box. Ja, ich fahre noch eine gute, sofern es funktioniert. Weil vor uns sind ja keine. Die sind zwar rausgefahren, aber die sind nicht vor uns. Gerade noch nicht. Oh fuck, ich bin sechster Platz nur.
weil ich Ultra Bullshit im zweiten Sektor gemacht habe. Was hast du für eine Zeit? 1,53. Oh shit. Aber ich habe auch wirklich richtig Kacke gebaut. Ja, da sehe ich sie alle auf der Strecke. What the fuck, Alter. Okay, bitte fahr eine gute nochmal. Sechster war. Ja, ist akzeptabel, aber. Ah. Lila Sektor. Nice. War aber im zweiten musst du aber auch gut fahren, halt das. Ja, der zweite Sektor ist das, wo ich gut fahren muss, ja. Also die Runde kann man noch fahren, ohne dass man auf die Bots stößt. Das ist richtig geil. Weil die sind zwar alle rausgefahren, aber wir haben das so gut getimt, das ist echt gut gewesen. Was ist ultra viel Platz vor mir. Also ich, okay, ich bin jetzt schon fast eine Sekunde schneller. Ich komme denen schon näher, aber ja, du musst, wenn du 2 Sekunden schneller bist, bist du Zweiter. Hamilton hatte 1,51 irgendwas. Bin über 2 Sekunden schon schneller. Ja, das ist gut. Ich habe auch lila Sektor nochmal. Ist jetzt nicht krass, aber. Über 3 Sekunden schneller. Oh, dann holst du mich ja fast. Wenn du 4 Sekunden, dann holst du mich ein. Ja. Die letzte Kurve gut nehmen, nicht so wie beim letzten Mal. Dann können das echt nochmal echt gute Zeit werden. Leute, ich bin so am Schwitzen. Komm, 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 das könnte eine gute Zeit werden nochmal. Baller nochmal rein, jawoll. Nochmal eine Sekunde schneller. So, jetzt fahren wir auf Mager. Ne, okay, ich kann auf Normal fahren. Aber halt langsam. Zweiter Platz. Yes! Was für eine Zeit? Bitte. 1,50,3. Ah, okay. Qualifying beendet. Fahren wir jetzt noch fertig? Ja, einfach über Startziel, das geht am schnellsten, einfach drüber fahren. Also muss ich nicht in die Box. Nee. Okay. Oh, scheiße. Lol. So kann man das natürlich auch beenden. Ah. Scheiße. Egal, kann ich mir nochmal ein bisschen Kakao machen. Ich will jetzt in der Facecam sehen, wie ich mir Kakao mache. Gehst du jetzt? Was? Gehen? Nein. Ich hab verstanden, Kakao machen gehen. Ja, ja, nein, ich gehe aber nicht. Ich mache das an meinem Schreibtisch. Ja, mega genial. Also das zweite Biss ist gut. Hamilton wird das wahrscheinlich nicht toppen. Gehe ich mal stark von aus. Kann er gar nicht mehr. Der ist schon... Ist er drüber? Ja. Yeah. Okay. So. Aber erst... warte. Ist wieder... Oh, Alter. Bottas startet von Platz 14. Oh, ich wollte gerade schon sagen, ist wieder Mercedes, Mercedes, Red Bull, India, fast India. Nee. Diesmal ist es wirklich sehr gemischt. Okay, dann ist gut. Bin ich gespannt. Gucke ich gleich auch mal drauf, Leute, natürlich. Oh, 14 Sekunden schlechter als gerade. Wie kommt das denn? Leute, Kakao ist das Elixier des Lebens. Läuft. Boah, hier kann ich sogar Bilder von dir machen. Alter. Ja, jetzt ist es spät, glaube ich. Nee, hab ich so, die ganze Zeit quasi. Okay. Das, bin wieder Erster, als Erster gestartet. Ich möchte auch mein Auto sehen. Ich möchte meine 12 da vorne drauf haben. Ja, dann musst du aus meinen. Und ich kann dir die ja schicken. Ja, ja. So, Alter. Mega nice. Okay. Hamilton auf Platz 3. Aber nur ein Mercedes. Ricciardo auf Platz 4. Max Verstappen Platz 5. Dann Perez Platz 7. Aber dann 6. Dann wird es aber schon wieder anders. Massa hat sich nämlich vor Ocon geschlichen. Also das Beste ist, dass Mercedes auf 15 ist. Ja. Das ist echt nice. Okay, dann schauen wir mal, was für eine geile Strategie das gibt. Irgendwie lila oder lila-rot oder so. Das wäre geil. Ich glaube nicht lila-rot. Lila-rot-rot, oh. Na, lila-rot-rot ist schon mal besser als lila gelb-lila oder sowas. Ja, das schon, aber... Okay, 22 Runden tatsächlich habe ich ja so eigentlich gecallt, dass wir. Stimmt, ja. Das also ist mehr als 25 dachte ich, dass es nicht gibt. Ich stell auf 24 Runden. Ja, ich habe auf 23,5 Pass. Ja, dann mache ich auch 13.
Das sollte definitiv reichen. Ich habe immer recht viel übrig. Okay, ja, lass mal einfach so. Lila, Rot, Rot. Ich muss zwar nach 4 Runden schon an die Box. Warte, stimmt. Stimmt, Alter. Das ist crazy, ja. Aber naja. Das ist absolut crazy. Wir starten. Aber es gibt ja nicht so viele, die Runden sind ja lang, ne? Also deswegen. Aber ich bin sogar innen. Oh, Alter, stimmt. Diesmal starte ich auf Ideallinie. Crazy, warum ist das so? Weiß ich noch nicht. Egal. Hab nichts dagegen. Ja, ich finde es sogar eigentlich eher gut. Ja. Wobei ich eigentlich immer, außer in England, schlechter starte als du. Also ja, ich in muss England, wirklich, wow. Das war ja, nein, ja, ich weiß. Ja, ich weiß schon. Ich wollte nur ja, sagen, ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe ultra, bei mir ist immer so, ich gebe dann Vollgas nach dem Start und muss dann einmal nochmal kurz fast komplett vom Gas runter und dann nochmal voll drauflatschen, um irgendwie Traktion zu bekommen. Also damit meine Reifen nicht mehr durchdrehen. Das ist halt irgendwie, ja, doof. Was fährst du so schnell, Alter? Wieso? Ich fahr halt hinter dir. Ja, aber es ist so knapp, die anderen sind voll weit weg. Ja. Voll der Rowdy hier. Ach. Fahren auch, die fahren noch viel dichter als wir hier. Ja, das kann sein. Ach, ich erinnere mich noch daran, wo du uns getestet hast. Um uns. Wo der automatisch fährst. Das war cool. Oh, jetzt hast du gewürmt. Jetzt bist du weiter weg. Ja. Alter. Hamilton ein bisschen aufhalten, ne? Nee, so weit nicht. Will mit denen da hinten nichts zu tun haben. Das wäre cool, wenn wir das ganze Rennen nichts mit denen zu tun haben. Ja, und Hamilton wieder ausscheidet und so. Ja, da, und das wäre, also es wäre natürlich geil, aber es wäre auch cool, wenn wir halt 1-2 sind, egal was die anderen haben. Ja, das alleine schon werden. Definitiv. Also jetzt drücken wir mal aufs Gas. Ziehen wir mal ein bisschen Tempo an hier. Da warst du ein bisschen auf dem Gas, ne? Ja, ich. Bisschen Rasen gemäht. Wollte es spannend machen. So. Startaufstellung. Sauber Reifen. Sauber Reifen, das klingt gut. 4 Runden schon in die Box, Alter. Boah, wie fährt man hier eigentlich in die Box? Verrückt. Ich bin ja über Start-Ziel gefahren, jetzt fahre ich gar nicht an die Box. Ich weiß gar nicht, wie die Body. Aber die Box, auf jeden Fall, da musst du ganz, ganz langsam fahren. Ich habe keine Ahnung, wo die ist und wie. Bevor du, wenn du nicht nach links auf die Startziel gerade einbiegst, sondern dann musst du quasi so geradeaus und dann erst links. Also in der allerletzten Kurve. Bei dem Zickzack schon nach rechts und dann geradeaus. Mhm. Okay. Ich fahre. Aber wenn du. Das zeigt dir das ja so blau an. Das Problem ist. Ja, stimmt, das sind ja die Dinge. Das einzige Problem ist. Warte kurz. Konzentrieren. Wenn ich halt in vier nach vier oh, Runden. Oh Mann, ein guter Start von wenn mir. Wenn ich nach 4 Runden schon an die Boxen muss, dann kann ich mich halt gar nicht von den anderen wegfahren. Dann bin ich halt wieder direkt hinten, außer die fahren halt auch alle. Okay, wir sind erster, zweiter geblieben. Ich muss ein bisschen vom Gas. Ich will nicht in der Eau Rouge direkt komplett bei dir da sein. Alter, da sind so ein paar Funken bei dir. Silvester, hey. Ja. Oh, ich hab so Windschatten von dir. Geschenk. Nice, wir pushen uns gegenseitig. Wow. Alter, was machst du da? Was denn? Ja, weil du von der Ideallinie gefahren bist, musste ich ultra vom Gas gehen, weil ich Angst hatte, was du da machst. Oh, jetzt mach ich irgendeinen Scheiß. Aber ich bin nur ein bisschen von der Ideallinie, hä? Ja, Alter. Ja, wow, darf ich nicht ein bisschen rechts? Die ganze Autobreite, ich hätte dich überholen können, wenn ich wollte. Du hast die ich ganze weiß, darf ich nicht Platz ein bisschen gelassen. Nachher. Ja, du hast gesagt, du hast Windschatten. Ich dachte, vielleicht überholst du ja sogar. Ja. Bin halt einfach so ein bisschen... Ja, du hast mir den Windschatten genommen dadurch, dass du weggefahren ja, bist. Ja, sorry. Mann, ich wusste es doch nicht. Keine Ahnung. Okay, jetzt hast du genug Platz. Das ist gut. Jetzt kann man hier durchdrücken. Ja. Man muss am Anfang bei dieser langen Kurve so ganz leicht auf die Bremse und dann durchdrücken. Hat bei mir zumindest funktioniert. Oh Gott. Bisschen wackelig. Aber null Problemo. Ja, die Strecke ist anspruchsvoll. Ja, wieder mal. Also es sind alle Strecken. Also für uns sind die alle so ein bisschen
anspruchsvoller. Sind halt einfach absolute Profis. Aber es gibt schon ein paar Geraden, wo man gut ziehen kann. Ein paar Kurven auch, die nervig sind, wie die hier, aber auch ein paar Geraden. Hätte man eigentlich bei Sonnenschein auch auf erhöhte Spitzengeschwindigkeit machen können. Nicht maximal, ja, nur erhöht. Habe ich jetzt aber gar nicht dran gedacht. Er sagt so direkt nach der ersten Runde, ja, wir nähern uns zum Boxenstofffenster. Auch bekommen. So, what the fuck. Richtig dumm einfach. Zum Beispiel hier auch, hier, also man hätte nicht maximal, aber erhöht hätte man schon machen können. Denke, das hätte geklappt. Habe ich aber echt nicht bedacht, habe ich vergessen. Guck mal, hier kannst du komplett durchdrücken, nach Startziel bis hier hinten. Natürlich für Mercedes eigentlich immer was ganz Gutes, weil die haben die beste Spitzengeschwindigkeit. Oh Gott. Holla, schüss. Wie die Hubschrauber da auch rumfliegen. Macht mir Angst. Mir auch. Vielleicht stürzt einer auf die Strecke oder so. Oder wie in GTA. Ballen einfach runter. Leute, übrigens, das kann ich ja mal als kleine Nebenwerbung hier erwähnen. Wir haben mal ein GTA-Projekt hier gemacht, schon lange her. Da müssten auch mal wieder ein, zwei neue Folgen kommen. Das wäre auch ganz witzig. Also da war Jan auch dabei und noch ein paar andere. Gibt's eine Playlist auf meinem Kanal. Bei Jan haben wir das nicht gemacht, nur bei mir. Da haben wir auch geile Stories gehabt mit dem Hubschrauber und mit was auch immer. Ja, das teilweise. Da haben wir uns gefühlt 5 Stunden aufgenommen und das Video ist dann eben eine halbe Stunde so geworden. Es war witzig, es war immer witzig, ja, das war echt cool. Ja, wir waren halt. Und alles natürlich First Try gefallen, ist klar. Wir waren absolute Profis, was die Heiß angeht. Ja, auf jeden Fall mega nice. Da haben wir auch mit dem Hubschrauber, das war einmal in einem Video, war es glaube ich so, dass wir versucht haben, mit dem Jet den Hubschrauber wegzurammen oder so ähnlich. Oder ein Auto, was am Hubschrauber hing, mit dem Jet wegzurammen, irgendwie sowas. Also es war auf jeden Fall, ja. Da habe ich gerade an den Hubschrauber dann gedacht. Ist nice. Ich habe so ein bisschen Angst, mit roten Reifen durch die Orange zu fahren. Oh, das ist doch easy. Also ich finde die gar nicht so schlimm. Nee, ich finde also die jetzt gerade finde ich die auch echt nicht schlimm, aber ich habe Angst, wie sie dann später wird, weil ich weiß, dass sie ziemlich schlimm sein kann. Das finde ich bis jetzt auch erstaunlich leicht. Das weiß ich nicht, aber das kann ich mir schon denken, ja. Boah, lass es einfach so bleiben, ist doch egal, dass Hamilton Dritter ist. Wir sind zuerst und Zweiter. Ich will nicht an die Box fahren, damit ich hinter allen anderen bin, Alter. Sicher mal gar nicht. Ja, ich. Meine Reifen sind eigentlich auch noch gut genug. Ja, eben, sodass, dass man später fährt. Ja. Wenn alle anderen schon sind. Also Runde 4 muss ich eigentlich noch nicht. Ich würde auch erst gerne an die Box fahren, wenn halt irgendwie so die Vorderen mindestens schon an der Box waren. Aber ich. Also Hamilton ist ja bestimmt wieder so ein Arschficker, der irgendwie 10 Runden später an die Box geht. 34 habe ich auf meinem schlimmsten. Hinten links mal wieder. Ich habe vorne links 37 auf meinem schlimmsten. Ich habe hinten 34 und 33, also die hinteren beiden. Crazy. Aber es geht auf jeden Fall klar. Oh shit, was habe ich hier gemacht? Und der 4 bis alternative 7. Streckenführung bei mir. 4 bis 7, da geht man halt schon mal in Runde 7 oder so. Ja, ich glaube so Runde 5 kann man machen. Ja, 5 auf jeden Fall. Also, ich würde noch später gehen. 5, 6, so. Ja. Schauen wir mal. Ach ja, ist das hier ist keiner vor mir, das ist ganz entspannend, ey. Vor dir ist ja auch keiner. Nur yep. In deinem Nacken ist halt Hamilton. Ja, geht so. Nacken relativ, aber ja. Ich habe einmal einen kleinen Fehler gemacht, war auf dem Rasen, da war dann wieder ein bisschen ran, aber ansonsten. Ah ja, jetzt sehe ich es. Jetzt ist er 4 Sekunden auch wieder weg, ja. Ja, aber vorhin war der ein bisschen näher, deswegen habe ich so. Dachte, er ist immer noch so nah.
Aber so geht das auf jeden Fall klar. Also in der Geraden, in der langen Kurve bremse ich eigentlich fast gar nicht. Ich gehe lieber vom Gas jetzt, habe ich gemerkt. Wenn man da in dieser langen Kurve eher vom Gas geht, dann ist das auf jeden Fall besser, ja. Und hier war's crazy. Sie haben gesagt, sie stehen bereit. Ja, könnt ihr ruhig noch ein bisschen warten, ne? Kein Problem. Ich habe euch nicht gesagt, dass sie da stehen müsst. Auch keinen Bock zu kommen. Ja, stimmt. Teilweise einfach nicht bremsen, sondern nur früher vom Gas gehen. Das glaube ich. Das wirkt Wunder. Ich war da gerade eine halbe Sekunde schneller. Ja, über eine halbe Sekunde auch schneller. Fahrt, dank der ne? Linien. Ja. Und wenn ich habe mir das jetzt anzeigen lassen, also wenn ich jetzt in die Box bin, ich Dritter. Ich will nie. Ah, stimmt, das könnte ich mir auch mal anzeigen lassen. Dann bin ich wahrscheinlich. Ich wäre Siebter. Ah, das ist scheiße, ist das. Ja, lass Siebter wäre fahren. Echt wir warten auf jeden Fall noch. Vielleicht fahren jetzt ein paar, vielleicht fahren später ein paar. Jetzt wäre ich Fünfter aktuell. Vielleicht ist wer da an die Box. Ja, ich habe ein bisschen auf die Map geguckt, aber ich wollte gerade. Ich konnte halt nicht so, ne, weil sonst fahre ich halt hier weg. Ja, ich trau mich. LOL! What the fuck? Ich hab einen Bug. Was? Den Bug hab ich. Was für ein Bug? Du bist, normalerweise bist du auf Arcade einen, weil wir im gleichen Team sind, ein gelber kleiner Punkt. Und jetzt bist du aber bei mir ein kleiner weißer Punkt. Ja, genau. Ich dachte, das wäre normal, keine Ahnung. Nee. Andere. Mehr Spieler, Mitspieler sind weiße Punkte. Team. NPCs sind graue Punkte und Team ist gelb. Okay. Tja. Hast wohl mein Team verlassen, ne? Offensichtlich. Was ist da los? Wir haben jetzt zwei Ferrari Boxen Crews hier. Also, für mich ist, glaube ich, habe vorne links 48%. Ich habe zwar nicht so das Gefühl, dass ich krass langsamer bin oder so. Das nicht, aber ich habe halt Angst. Und ich will keine Angst haben. Ja, dann fahr, kannst du ja machen. Wie viel da wärst du? Da muss ich nochmal nachgucken. Oh shit. Platz 4 jetzt gerade. Okay, ja, das geht. Ja, ich denke auch. Also ich wär Zweiter. Vielleicht geht ja Hamilton mit mir sogar in die Box. Das kann passieren, bezweifle ich aber. Machen die halt nie. Ich habe hinten auch 47, aber ich habe keine Angst. Ich habe mich jetzt kurzfristig dafür entschieden, in die Box zu gehen. Ich habe keine Angst. Ja, doch, Hamilton geht auch an die Box. Ja, ich sehe es. Easy. So, und der nächste geht auch an die Box. Ich bleib Zweiter. Alles. Alles richtig gemacht, leider. Eine Runde später als normal und ich verliere keinen Platz. Ah, perfekt. Oh. So, dann stelle ich es mal auf Fett. Jetzt schon? Ja. Ich habe jetzt frische rote Reifen und kann jetzt ganz viel Zeit gewinnen. Ich habe ja komplett freie Bahn jetzt. Das ist richtig. Also warum nicht jetzt? Also je früher mein Wagen leichter ist, desto schneller stimmt, kann ich später auch fahren. Das stimmt auch. Also es gibt keinen Grund für mich jetzt nicht auf Fett zu fahren. Boxenstopp dauert aber nicht so lang, wie ich das gemerkt habe gerade, ne? Ja, das geht klar. Ich habe zwar nicht wirklich drauf geachtet. Perfekt. Aber ja, ne, schien ziemlich schnell zu sein. Boah, eine Strategie, die funktioniert, ey, ohne Witz. Was ist denn hier jetzt los? Die zweite Hälfte der Saison, das ist es, Leute. Da ist es, ne? So, ich fahre jetzt. Ja, wenn erst mal Monaco und Aserbaidschan und so rum sind, ja. dann ist's geil. Ja, wobei Monaco lief ja gar nicht so scheiße. Ja. Vierter okay, war ich, glaube ich, ja. Ja. Und Aserbaidschan, dazu will ich mich. War nicht Monaco. Äußern. Ja. Ja, so semi-optimal. Ja, du bist ja auch einfach allgemein kacke, ne? Nein, Spaß. Auf Monaco, ja. Spaß. So, I'm in the box. Give me the roten Reifen, Alter. Zack. Ich sollte noch Erster sein, eigentlich. Ja. Ansonsten hätte ich krassen Undercut gemacht.
jetzt gerade erst auf Startziel ein. Ich fahre aus der Box. Oh, da ist gelbe Flagge, da ist irgendwas krasses passiert mit welchen, die gar nicht so weit hinten sind. Oh, lila Sektor habe ich jetzt gemacht. Jetzt bin ich draußen. Ich fahre wieder den Berg hoch hier. Ui. So, ich check das mal mit dem Reifen, mit dem Benzin. Ich gehe ins Minus. Jo, mach ich mal.